Hello, das ist ein Video für alle, die sich für E-Gitarren-Kram interessieren, also für Verkabelung und für Amps und für Bodentreter und lauter so Zeug. Für alle anderen, die das nicht so interessant finden, ist das vielleicht jetzt nichts, außer ihr hört mich gerne reden, egal was ich erzähle, dann schaut euch das sehr, 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 sehr gerne an. Ja, und da hinten ist der Alexander, aber da, das ist mein Amp, der Kleine. Los geht's mit dem wunderbaren Mikro von Austrian Audio mit dem malerischen Namen OD303. Das steckt in meinem Vocal-Prozessor. Das ist ein Voice Live Perform VG von TC Helicon. Damit kann ich Hall, Echo, EQ, Kompressor und andere Effekte auf meine Stimme legen und der Soundmensch bekommt das quasi schlüsselfertig. Damit kann ich auch Harmoniestimmen erzeugen. Die kann ich mit einem kleinen Dreiknopfpedal ein- und ausschalten. Der gesamte Kram inklusive dem Mikro passt in eine formschöne Seitentasche, die ebenso wie alle relevanten Kabel fix an diesem Mikroständer befestigt ist. Sehr, sehr praktisch. Das spart Platz, Nerven, Rumgeräume und Kabelsalat. Und wenn ich zum Soundcheck komme, dann brauche ich maximal ein paar Minuten und das ganze Klump steht. In dem anderen kleinen Täschchen ist mein höchst übersichtliches Pedalboard. Ein Spring Reverb von Mosky, das saugeile Mystic Edge von Vox und ein sehr budgetfreundliches Volumen- und Wah-Pedal von Hotone. Mein knubbeliger Gitarrenverstärker ist ein Vox MV50 Brian May Signature Edition mit der hübschen roten Box und einem Treble Boost, den ich nicht nutze. Das ist der Alexander. Zurück zum Amp. Der hat 50 Watt, ein Direct Out mit CapSim, das geht zur PA, aber er hat eben auch dieses Speaker Cabinet und mit dem Schalter da kann ich die Box ein- und ausschalten und dann höre ich, wie es aus dem Direct Out via PA klingt. In dem Amp ist tatsächlich eine kleine Röhre. Die nennt sich Newtube, braucht viel weniger Strom, ist sehr viel stabiler und halt vor allem sau viel kleiner als eine typische Röhre. Die Dinger kennt ihr aus alten Radioweckern. Und das kleine Wutzilein hier hat, wie gesagt, 50 Watt an einer Box mit 4 Ohm und ist auf der Bühne tatsächlich laut genug, zumindest für das Gefühl, dass da ein Amp neben mir ist und dass der mit der Gitarre interagiert. Das finde ich sehr, sehr geil. An einem Mischpult stecken Satelliten und Subwoofer, da kommt meine Stimme raus, der Akustiktonabnehmer meiner Gitarre und das DI-Signal vom Amp. Den Center habe ich mit Glitzer beklebt, weil ich mir laufend die Birne eingerannt habe, wenn ich zu dem Drumset in die Ecke wollte. So, und jetzt hören wir uns das alles mal an mit einem Stereo-Mikrofon im Raum. She's a black magic woman.
trying to make the devil hard on me. See, she's a black magic woman, make the devil out of me.